Hi, hier ist wieder der Frederik von Session in Frankfurt. Heute für euch mal wieder eine E-Drum. Und zwar, Yamaha hat die ganze 500er-Reihe ganz schön abgedatet. Hier vor uns haben wir das DTX 532 stehen. Das vielleicht ein bisschen zur kompletten Serie, weil das Gehirn dahinter ist im Prinzip die neue 500er-Serie. Das war vorher das 500-Modul, ist jetzt das 502. Also ja, eine andere Variante, ein 2.0 oder sowas in der Richtung zu zeigen. In diesem Fall ist es so, dass wir das 532er haben, was von der Hardware her, also vom Aufbau der Pads und der Anzahl der Pads, vergleichbar ist mit dem Vorgänger, dem 530er. Sprich, wir haben eine richtige Hi-Hat-Maschine dabei und ein richtiges Hi-Hat-Pad, sodass wir da auch gewisse Sachen wie spitze Hacke-Techniken und so weiter, dass man da auch diesen Splash schön hören lassen kann. Wir haben bei dem Hi-Hat-Pad ist es so, dass wir den Rand und die Fläche anspielen können. Klingt ein bisschen weicher oben, an der Seite ein bisschen härter. Wenn wir schon bei den Becken sind, machen wir da auch weiter. Wir haben, was es sonst nicht allzu oft gibt, die Möglichkeit, nicht nur beim Ride-Becken eine Glocke anzuspielen, sondern auch beim Crash-Becken. Das heißt, wir haben bei jedem Beckenpad hier die Möglichkeit, einerseits den Rand, einerseits die Fläche, aber auch die Glocke mit anzuspielen. Und finde ich eine ganz coole Sache, weil das mache ich am akustischen Set auch recht gerne. Und klar, die Becken kann man abstoppen. Also da hat man die Möglichkeit, diesen Ton zu verkürzen. Und was ich auch ganz cool finde, ist, wenn ich das Becken abgestoppt habe und drauf spiele, bekomme ich diesen abgestoppten Klang eben nochmal. Als würde ich das Becken festhalten und drauf spielen. Dasselbe gilt fürs Ride-Becken. Einmal den Rand, die Fläche und die Glocke mit dazu. Das ist aber jetzt erstmal nicht allzu viel Neues. Was abgedatet wurde, sind die Gummipads bei den Yamaha-Modulen. Die sind etwas weicher geworden. Man sieht auch, das gibt so ein bisschen nach, wahrscheinlich über die Kamera etwas schwierig, aber man sieht, dass man da ein bisschen weicheres Material verwendet hat und dementsprechend auch bei diesen harten Pads ein ganz gutes Spielgefühl bekommt. Bei der Snare Drum ist alles beim Alten geblieben. Wir haben wieder unsere drei Zonen. Dafür ist ja Yamaha ja bekannt, dass man da kein Knöpfchen drücken muss, um zwischen Rimshot und Rimclick wechseln zu können. Das heißt, wir haben hier, ich nenne es mal ein Kuchenstück, für den Rimclick und für den Rimshot haben wir den restlichen Bereich hier drumherum, sodass man da einerseits Fell, dann aber auch den Rimshot auslösen kann und eben den Rimclick. Somit hat man da in einem Pad schon alle Möglichkeiten, die so eine Snare Drum, ich sag mal, als Grundvoraussetzung bietet. Und ja, letztes noch das Bassdrum-Pad, was wir mit dabei haben. Das kennen wir auch noch aus der alten Serie. Besonderheit bei Yamaha ist, dass man hier eben noch einen weiteren Anschluss für ein weiteres Tom-Pad oder ein Crash-Pad oder ähnliches noch mit dabei hat. Und dann versuche ich mal von dort aus die Brücke zum Modul zu schlagen. Und zwar, wir haben zwar beim Modul, jetzt so wie es hier aufgebaut ist, alle Pad-Anschlüsse belegt. Es ist aber so, dass wir ja hier Monopads angeschlossen haben, also Monotom-Pads. Und wenn ich da jetzt weitere Pads anschließen möchte, da reicht mir ein ganz normales Stereo-Klinke auf zweimal Monoklinke-Adapterkabel und dann kann ich auch sofort weitere Pads mit anschließen. Das heißt, wir haben eine Doppelbelegung bei den Tom-Anschlüssen und selbstverständlich auch bei dem Kick-Anschluss, weil ich ja da eben weiteres Pad direkt mit anschließen kann. Ja, da haben wir noch recht viel Details mit dabei. Reck und Aufhängung ist alles wunderbar gelungen. Wir können dementsprechend alle Toms in der Neigung stufenlos verstellen. Und was ich besonders cool finde, ist die Snare Drum. Die lässt sich dadurch, dass wir hier ein Kugelgelenk haben. Diese Halterung, die kennt man ja auch aus der richtigen Schlagzeugserie. Und dementsprechend hat man hier die Möglichkeit, das alles so zu verstellen. Quasi schön hoch einstellen und schräg runter für den 80er Jahre Drummer. Ich persönlich mag es da ein bisschen flacher. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Hauptsache, man kann es so einstellen, wie man es haben möchte. Und von daher, auch von der Hardware her, rundum gut gelungen. Aber die wirkliche Neuerung ist ja tatsächlich das Modul. Was ich super finde, ist, dass man mittlerweile einen USB-Anschluss mit dran hat. Sprich, USB-Kabel an den Rechner. In der Regel funktioniert das auch sofort.
Gucken wir mal, ob ich den auf Anhieb auch finde. Bisschen hinter den Kabeln versteckt. Einfach das Druckerkabel hier dran, das Drucker-USB-Kabel dran, ab an den Rechner und damit diverse Software anspielen und so weiter. Es gibt einen Treiber von Yamaha, den man dafür benutzen kann. Allerdings wird er in der Regel nicht gebraucht. Aber für den Notfall, falls irgendwas nicht hundertprozentig funktioniert, gibt es da auch einen Treiber. Und ansonsten, was das Modul betrifft, wir haben doppelt so viel an Speicher im Modul drin. Das heißt, die Sounds sind dementsprechend abgedatet worden. Und was ich persönlich auch ganz cool finde, die Play-Alongs, also die Mitspieler, die eingebaut sind, da hat man ein bisschen weiter gedacht und ein bisschen was Hübscheres mit reingepackt. Und von daher, wir sind ja so ein bisschen durch das Ganze durch. Klar, die ganzen Pads und die ganzen Instrumente kann man noch bearbeiten. Man kann User-Kits erstellen und dementsprechend das Ganze so anpassen, wie man es haben möchte. Wir haben EQs, wir haben verschiedene Räume, aber auch die Möglichkeit, die Snare zu muffeln oder die Toms zu muffeln, das Ganze hoch und runter zu stimmen, die Becken größer oder kleiner zu machen. Also man ist da schon recht flexibel. Das Ganze in einem schönen kleinen Gehäuse verpackt. Und apropos Gehäuse, was ich beim ersten Auspacken ganz cool fand, ist, dass man die Links-Rechts-Outputs hinten dran hat, Kopfhörerausgang und AUX-In, sprich der Anschluss in Mini-Klinke-Stereo für MP3-Player, iPod oder was auch immer, befindet sich vorne. Finde ich praktisch, war vorher nicht so, war vorher alles hinten dran, dass man da ein bisschen leichter dran kommt. Und von daher, da hat man auch noch mal ein bisschen an das Praktische gedacht und finde ich auch ganz gut gelungen. Jetzt haben wir aber genug erzählt. Ich würde einfach mal ein bisschen spielen. Erstmal ein bisschen die Sets durchgehen. Klar, es sind viel zu viele Sets drin, dass man da jetzt jedes einzelne Mal anspielt. Aber ich sag mal, so ein Ahorn-Set und da es ein Yamaha ist, so ein Eiche-Set kann man ja einfach mal kurz zeigen. Und ich stöbe einfach mal ein bisschen im Modul rum und gucke, was da so drin ist. Schauen wir mal weiter. Vintage 50s Kit. Gucken wir mal. Funk Kit. Hat man vorhin schon gehört. Finde ich auch extrem cool, dass man da eine richtig knallig hochgestimmte Snare Drum hat, so wie sie mir gefällt. Aber natürlich auch elektronische Sets mit dabei. Und was ich ganz cool finde, es gibt hier ein Kit, das nennt sich Metal Kit. Und zwar wird man sich hier erstmal wundern, wenn man die Hi-Hat spielt. Obwohl ich auf dem Pedal stehe, ist das eine offene Hi-Hat. Hab zuerst gedacht, huch, was ist denn da los? Ist aber so, dass das linke Hi-Hat-Pedal die zweite Bassdrum ist. Ist eine ganz coole Sache, weil man möchte ja ein Double Bass Kit haben. Ja, coole Sache. Und weiter geht's. Percussion Master, auch ein ganz cooles Ding. Da haben wir die Cajon auf der Snare. Und dementsprechend auch die Möglichkeit, sich ein bisschen auszutoben. Also da auch. Kurz noch erwähnt, da hat man eine ganz coole Sache gemacht, und zwar leise anspielen.
habe ich einen tiefen Ton. Und die Slaps, wenn man dementsprechend feste spielt. Also kann man dementsprechend viel umsetzen. Hat man sich schon ein bisschen kleine Gedanken gemacht. Und ja, was nicht fehlen darf, ist das Oak Custom. Und dann haben wir auch schon einen kleinen Überblick über die Sets. Schauen wir mal. Ja, was fehlt noch? Ich habe ja schon erwähnt, die Play-Alongs, da haben sie ein bisschen weiter gedacht. Was man auch machen kann, wenn man das Gerät das erste Mal hat, da läuft erstmal ein Schlagzeug mit. Gibt eine Shift-Taste im Modul und eine Taste, die nennt sich Drum Mute. Einfacher kann man es nicht erklären und schon ist das Schlagzeug aus dem Play-Along weg. Und dementsprechend kann man damit dazu spielen. Funkrock hatten wir am Anfang. Gucken wir mal, da gibt es sowas wie Hardrock noch dazu. Und verschiedene andere, Heavy Metal und so weiter, aber auch zum Beispiel in den elektronischen Bereich gehende, also was natürlich jetzt total modern ist, sind, gucken wir mal, ob wir da hinfinden, ja. Entweder man liebt es oder man hasst es, gucken wir mal. Also auch da kann man sich austoben oder wenn man es ein bisschen gemütlicher mag, kann man da auch mal ein bisschen die Soul-Stimmung kommen lassen. So, dann würde ich auch schon sagen, genug geschleimt von meiner Seite. Man merkt schon, da ist ein bisschen was passiert im Hause Yamaha. Auf jeden Fall gut, das nochmal zu erwähnen mit dem USB-Anschluss, nicht nur der MIDI-Anschluss hinten dran. Und neue Sounds sind mit drin. Gerade auch so Sachen wie die Funk-Geschichten finde ich großartig gelungen. Und ansonsten schaut mal bei uns vorbei. Ab jetzt sind die nämlich auch bei uns aufgebaut, sind ja frisch eingetroffen bei uns, die Kits, und zum Antesten bereit. Also macht euch einen eigenen Eindruck. Was ich aber auf jeden Fall noch zur neuen 502er-Serie erwähnen wollte, ist, Yamaha hat das sehr gut verschachtelt, das Ganze. Sprich, wir haben ja das 532er, es gibt noch einen 522er, einen 542er und einen 562er. Was manche Leute ein bisschen verwirrt ist, warum denn da manchmal eine Hi-Hat-Maschine dabei ist und warum nicht, finde ich, ist super gemacht worden. 522er ist so, wie es hier aufgebaut ist, nur mit einem einfachen Hi-Hat-Pad. 532er, das nächstgrößere, ist dann wieder mit dem Hi-Hat-Pad. Und das nächstgrößere, das 542er, ist, Überraschung, ohne ein Hi-Hat-Pad. Dafür aber mit Silikon-Tom-Pads und wer hätte es anders gedacht, das 562er hat dann die Silikon-Tom-Pads und ein Hi-Hat-Pad. Also hat man das schön Schritt für Schritt aufgeschlüsselt, sodass da für jeden was dabei ist und dementsprechend rundum gut gelungen. Und schickes neues Modul haben sie rausgebracht, also da sind keine Wünsche mehr offen. Für den ambitionierten Einsteiger, aber auch ein bisschen weitergehend, hat man da schon seinen Spaß mit und das war es dann von meiner Seite und besucht uns mal im Laden, probiert das Ganze mal aus und wir sehen uns dann bei uns. Ciao!